Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Euro Truck Simulator 2. Heute mal eine größere Recording Session. Ziehen wir hier mal durch. Und wir sind unterwegs in England. Wir müssen da irgendwo Fracht abliefern und noch 2 Stunden brauchen wir dafür, dahin zu kommen. Was spricht eigentlich unser Auftrag? Haben wir noch genügend Zeit? Wir haben noch genügend Zeit. Alles bestens. So, Vorsicht, da ist eine scharfe Kurve. Ja, so scharf war die jetzt auch nicht. Ja. Jaden konnte keinen Auftrag finden und musste leer fahren. Super. Was hat's gekostet für Kraftstoff und so weiter? Das dauert zu lang. 500 Euro. Sauber. Ich frage mich, wieso die keine Fracht finden. Wahrscheinlich, weil sie da keine Punkte drin haben, dass sie das fahren dürfen. Weil es gibt ja immer überall irgendwo irgendeine Fracht. Oder fahren die immer wieder zurück nach Frankfurt? Das kann natürlich auch sein. So, ja. Kräftig unterwegs hier auf der Autobahn in England. Und ja, die ganzen Geisterfahrer hier verwirren mich, aber wir machen da einfach mal ein bisschen mit. Und meine Stimme, die droht schon wieder wegzubleiben. Das ist echt unglaublich. So, irgendwo hier muss so eine Abfahrt sein. Mal das Fernlicht anmachen, dass wir das besser sehen. Mal die anderen Jungs da blind machen. Oh, da ist die Abbiegespur. Oh, und da geht's ab, da geht's ab. Kann mal gucken. Was ist denn nun los? Da ist mir einfach der LKW ausgegangen. Hinter uns steht schon einer. Ich würde da gerne mal rüber gucken, wo ich da eigentlich hinfahren muss. Also gut, wenn von uns vorne, wenn vorne keiner kommt, fahren wir einfach mal hier, hier lang. Ja, passt schon. So, das ist jetzt, was? A15? Aber da fahren wir ja schon wieder ab von der A15. Das geht ja, was mache ich denn? Ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Ich komme mir vor, als bin ich hier im falschen Film. So, da geht schon wieder ab auf eine Landstraße. Von kaum auf die Autobahn drauf, müssen wir schon wieder von der Autobahn runter. Das ist natürlich ärgerlich. Und der kann auf der Autobahn, der beschleunigt nicht mal richtig auf der Autobahn. Das ist das Allerschlimmste. So, ich komme mir irgendwie vor, als fahre ich hier im falschen Film rum. Wirklich, ohne Witz. So, da kommt keiner. Da kommen ganz viele. 1, 2. Ach, sag mal, bin ich bescheuert? Ich kann doch fahren. Auf was passe ich denn auf? Das ist doch wieder so ein Rechts-Links-Fahr-Dings da. Ich kann doch fahren, das ist doch. Ah, Mist. Jetzt mal die Kurve nicht richtig kriegt. Das hier ist doch meine Spur. Was interessiert mich, dass da Autos kommen? Das ist doch so ein deutsches Ding, wenn da Autos kommen, dass ich da warten muss. In England kann ich einfach fahren. So, mal gehupt. Sie wissen, dass wir da sind. Ja, Leute, ich muss hier mal Fernlicht anmachen. Sorry, liebe Autofahrer, wenn ihr geblendet werdet, aber ich kenne mich hier nicht aus und wirklich viel sehen tue ich auch nicht. Also machen wir mal Fernlicht an. Außerdem können wir mal hier. Wir fahren immerhin sperrige Frachten, sind jetzt auf so einer engen Straße unterwegs. Da können wir mal ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Und schnell fahren wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht in einen Unfall verwickelt werden. Ja, da gibt uns sogar schon Licht, Tobi, ja, der Kollege. Wir keulen da aber auch mit dem Fernlicht volle Kanne denen in die Frontscheibe. Ich weiß nicht, da kannst du jedes Nasenhaar erkennen. Ja, ist ja schon gut. Ich mache ja schon das Fernlicht aus.
So langsam fängt der LKW an zu beschleunigen. Und ich sehe eindeutig zu wenig. Ich kriege jetzt mal Angst, wenn ich da Lampen sehe und auf dieser Spur rumfahre und ich sehe nur Lampen auch von vorne kommen. Da denke ich so, oh, jeden Moment fahren die in mich rein, jeden Moment kracht. Aber wir sind in England. Da fährt man ja auf der anderen Fahrspur rum. Und ja, das ist irgendwie, das ist total verwirrend. Das ist für den Kopf total verwirrend. Ich bin ja noch nie da drüben gewesen und bin Auto gefahren, aber ich habe so das Gefühl, ich hätte Angst, da Auto zu fahren. Ich will nämlich die ganze Zeit da drüben fahren. Ohne Witz, ich will die ganze Zeit rechts fahren. Macht der Gewohnheit, ne? Es kommt wieder ganz dramatische Musik. Geisterfahrer. Jede Menge Geisterfahrer. Ein einsamer Reiter fährt mit seinem Truck. Ach nee, ja, ich habe gedacht, so die Musik, die animiert mich gerade dazu, hier so ein bisschen Trailer zu sprechen oder sowas, aber ich glaube, das kann ich nicht. Das müsste ich mal üben. Trailer zu sprechen. So, da geht's nach Sheffield. Ich hoffe, wir haben die Kurve gekriegt, sonst bleiben wir wieder irgendwo hängen, fahren wieder irgendwas um. Come on! Komm da hoch! Das ist krass hier. Das ist echt krass. Wow! So wie es aussieht, hat es YouTube geschafft, den Landwirtschaftssimulator zu verarbeiten, den ich da heute über 10 Stunden hochgeladen habe und verarbeitet habe. Da muss ich dann nach dieser Folge das Ding mal wohl freischalten. Was meinen die Leute noch? Es kommt kein Landwirtschaftssimulator mehr, weil es ist schon so spät. So, und wir fahren und fahren und fahren. Die Frage ist, gut, schlafen müssen wir nicht, getankt haben wir schon. In einer Stunde sind wir am Ziel. Ja, Manchester, Sheffield, alles Mögliche wird uns angezeigt. Wo müssen wir hin? Liebes Navi, immer geradeaus. Ja, was ist geradeaus? Das ist zum Beispiel schon mal eine Abfahrt. Wir müssen geradeaus. Es geht zweispurig geradeaus. Ein Wunder, ein Wunder. So, 40 Minuten, sagt er uns, brauchen wir noch. Dann sind wir am Ziel. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich von dort auch wieder einen Auftrag kriege nach Deutschland, weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit in England rumfahren, beim besten Willen nicht, weil dieses Linksgefahre, das verwirrt mich. Das macht mich müde, weil es anstrengend ist, für meinen Kopf dieses Umdenken dahin zu kriegen. So, wir rollen und rollen und rollen und fahren und fahren und fahren und da vorne gibt es dann irgendwie eine Ausfahrt. Die müssen wir dann wohl nehmen, um dann auf der Landstraße weiterzufahren zu unserem Zielort, der auch, keine Ahnung, wo auch immer ist und wie auch immer heißt. Und meine Nase juckt. Es gibt nichts Ätzenderes wie eine juckende Nase bei einer Aufnahme. So, da müssen wir ab. Ja, super. Fahren wir mal den roten Lichtern nach, die vor uns sind.
Tja, ich fange schon an zu gehen hier. Aufgrund der Tatsache, dass das so anstrengend ist, dass wir hier auf der falschen Fahrbahn rumfahren. Ja, weil, also, guckt euch das mal an, ey. Der überholt mich auf der falschen Spur, der Engländer da. Du hast mich links überholt. Das ist verboten. Der LKW da bremst und bremst und bremst. Weil hier 30 ist. Ja gut, 30 ist aber nicht 30, ne? 30 ist 50, glaube ich. Da wurde ich ja das letzte Mal belehrt, weil ich überall 30 gefahren bin, wo 30 war. Und da ist es gar keiner 30. Lenk doch mal ein, LKW. Unser erster Aufenthalt in Sheffield. Coole Geschichte, dem. Rote Ampeln. Ich liebe rote Ampeln. War das ein Anruf? Nee. So, 11 Minütchen Oh fuck, ich muss hier auf die andere Spur. Ja doch, passt schon, wir müssen ja darüber irgendwo. Gerade noch gebremst. Nicht, dass wir in England hier noch eine Strafe kriegen, weil wir bei Rot über die Ampel fahren. Irgendwie ist das komisch. Ich kann mir nicht helfen. Links fahren ist irgendwie ganz komisch. Ja, und ich schrubb da hinten schon wieder alles um. Ich bin es einfach nicht gewohnt. Ich nehme da jedes Geländer mit. So, und hier ist die Firma, wo ich dann abladen muss. Die Frage ist nur, wo ist die Einfahrt? Ich glaube hier. Oh Mann, bin ich froh, dass wir am Ziel sind. Und da muss der rein, okay. Noch ein Sonderwunsch, soll ich noch auf dem Dach parken? Ich sehe das gar nicht, wo ist denn das blöde Ding? Nee. Andersrum. Wir fahren volle Kanne vorbei. Oh, jetzt haben wir ihn quergestellt. So, da ist das Ziel. Da sehen wir das Ziel. So, und jetzt fahren wir auf das Ziel zu. Ja, irgendwie so mit rausgucken funktioniert das nicht, Freunde. Ich park die ganze Zeit meinen Anhänger schief hinter mir. Das ist aber auch ein Krampf. Man sieht nichts hier in dem Dunkeln. Das ist zum Kotzen, weil man nichts sieht. Ich
finde, die Rückfahrscheinwerfer, die hätten ruhig ein bisschen heller ausfallen können hier. Dann nach Spiegeln auf diese kleine Fläche da zu fahren, ohne zu sehen, ob da links und rechts was steht. Ja, den habe ich jetzt geschickt nebendran eingepackt. Und ich fahre auch noch in die falsche Richtung, ey. Ich bin völlig, völlig neben der Spur hier in England. Herzlich willkommen bei Nick Frei Zockt, den LKW-Rückwärts-Einpack-Simulator. Alter Schwede. Und der geht aber auch rum, ich bewege kaum das Lenkrad, geht der Anhänger da hinten rum, als gäbe es keinen Morgen, und jetzt kommt er total schief. Und wenn ich Pech habe, ja klar, dann nimmt Kurs auf die anderen. Oh Mann, ey. Ich stelle mich an wie der erste Mensch, ne? Das ist grauenvoll, das ist echt grauenvoll heute. Heute habe ich es mit einparken. So. Ich glaube, da haben wir gute Chancen, dass wir das mal hinkriegen, oder? Aber das gibt's doch nicht. Komm, werd grün, werd grün, werd grün, werd grün, werd grün. Danke. Schwitz, geschafft. Unglaublich, echt unglaublich. Geübter Arbeiter, das war alles nur nicht geübt. Das war grauenvoll, das war wirklich grauenvoll. 3 Stunden da rumrangieren ist ja schlimm. Ich meine, gerade ich wäre ein Fahranfänger. So, da bin ich in Sheffield. So, da können wir nach Plymouth fahren. Nach Plymouth fahren, nach Groningen fahren. Wir könnten weiter Richtung Norden fahren. Wir können nach Birmingham fahren. Wieder nach Plymouth, nach Calais. Nach Calais könnten wir auch fahren, das ist auch cool. Nach Rotterdam zurück. Komischerweise fahren wir da nicht oben rum, sondern irgendwie unten rum. Und wir könnten nach Southampton fahren, wo wir ja auch schon als Fußballtrainer mal im Fußballmanager 12 engagiert waren. So, ich würde sagen, wir wollen zurück irgendwie nach Europa. Ich meine nicht, dass England nicht Europa wäre, aber man hat nicht das Gefühl, dass es Europa ist, weil dort ist irgendwie alles anders. Die haben anderes Geld. Die haben einen anderen Humor. Und die fahren auf der falschen Seite. Ja. So. Die Frage ist, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Die Frage ist jetzt nur, schaffen wir es irgendwie? Hallo, ich gebe Gas und fahr. Die Frage ist jetzt nur, schaffen wir es irgendwie, das so einzurichten, dass wir die Fahrt zurück aufs europäische Festland dann in der nächsten Folge machen? Ja gut, das könnten wir fast schaffen. Also wenn wir den Hof da erreicht haben, wo wir die Fracht abholen können, dann ist eigentlich auch der Part schon zu Ende. Das heißt, wir kuppeln dann noch an und der Rest, der geht dann in der nächsten Folge, glaube ich. So, jetzt ist nur die große Frage, wo ist die Firma, wo ich das abholen muss? Ich glaube, da ist nämlich direkt Sheffield drüber. Da, glaube ich. Das ist die Firma. Gucken wir mal. Bingo, da ist der Auftrag. Den nehmen wir direkt mal an.
So, dann stellen wir uns hier schon mal abholbereit hin. Einmal kräftige Wände. Und dann hier rückwärts ran. Anhängen. Und in die Front stellen und anhalten. Und an der Stelle sage ich dann danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Nick Frei zockt den Euro Truck Simulator 2. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.